Und es Naja, geht aber darum. umso größer die Einheit, umso weniger Und Orga. jetzt seid man zu kompliziert. Je mehr größer die Einheit, desto mehr Organisation hat sie natürlich, weil natürlich mehr Zeug halt drin ist. Und HP ist nicht so wichtig jetzt. Leute grüßen den Diktator Heiko. Es tut mir leid, dass du rumgeschrien hast. Und jedenfalls, Organisation kriegst du halt mit Infanterie hoch. Und du möchtest halt Infanterie mit Panzern kombinieren, weil du Panzer sind sehr stark im Kampf, logischerweise. Aber Infanterie sind sehr gut im Organisation. Ja, da fehlt mir schon die gesamte Logik. Warum sollte man immer Sachen kombinieren? Ist es nicht sinnvoll, einfach pure Panzerarmee zum Beispiel zu haben und dann. Hast du mal eine Doku angeguckt? Ja, ich weiß, dass es so ist und ich weiß, dass es so Sinn macht. Es ist nur verstehen und wissen. Ich will es verinnerlicht haben, dass ich es weiß. Und nicht den dummen Kommentar raushaut, den bang ich für eine Woche. Also, wenn du jetzt einen logischen Grund haben willst, das soll halt. Ich weiß, ich will in-game wissen, warum man das tut. Das tut man in-game, um Organisationswert zu haben, damit die ja, aber geht nicht in der Mäßigkeit, in der ich zum Beispiel eine Einheit rausnehme, der Bonus verloren quasi. Weißt du, wie ich meine? Sodass es sich nicht mehr lohnt. Wie meinst du das? Wie meinst du das? Ja, zum Beispiel, keine Ahnung, dass das linear so abfällt, dass es keinen Unterschied macht. Also klar, wenn du jetzt einen Panzer dazu gibst, macht das nicht den Unterschied, weil es auch einen Marlin natürlich gibt, wenn du jetzt in der Infanterie. Geländefeld und so. Aber ab einem gewissen Ding. Also, warte, anders formuliert. Weil für mich habe ich immer gedacht, so wenn du eine Einheit hast, die halb-halb hat, dann kann die so nix. So, die kann, die ist zu schwach im. Das ist so wie wenn ihr einen Rouge mit Infanterie es und Panzern angreift, das ist schön und gut. Aber jetzt, zum Beispiel ein Rouge ist so, ist sehr viel sinnvoller, wenn du zum Beispiel einen Panzer angreifst, nur ausschließlich mit Panzern drauf, dann hast du mehr Power pro Dollar. Als Beispiel. Versuch's möglichst zu kombinieren, weil du versuchst halt möglichst viel Kampfkraft zu bekommen. Das machst du mit im Wesentlichen mit Panzern und noch mit spezielleren Panzermodellen. Und gleichzeitig. Aber das ist mal wieder beim Punkt, was ist viel? Viel, also willst du. Okay, Griechenland hält gleich. Was ist Kampfkraft? Ich sehe hier. Kampfkraft bedeutet im Wesentlichen Soft Attack. Okay, ja, das ist. Die zwei wichtigsten Kampfwerte sind Soft Attack und Hard Attack. Achso, Organization, ja. Nee, weil die Leute zum Beispiel reden immer von Kampfkraft und die Statistik gibt's nicht. So, da, weißt du, so Sachen regen mich dann auf. Also, es gibt Organization, ich greife da nicht Soft Attack, das ist das Wichtigste. Und wenn du Soft Attack ist im Wesentlichen durch Panzer, also durch Panzerartillerie im Wesentlichen. Und Organisation kriegst du durch Infanterie. Merkst du, zwei Werte, zwei Einheiten. Ja, das. Ne? Und jetzt versuchst du halt wirklich viel von beiden zu bekommen. Wie machst du das? Du kombinierst beides einfach. So. Ja, aber würde ich denn nicht überproportional oder halt viel, viel mehr bekommen, wenn ich es einfach nicht kombiniere? So, ich nehme eine Einheit und die hat jetzt 2000 Soft Attack oder so. Warum mache ich das denn nicht? Weil du ja viel auch Organisation willst und warum willst du nicht? Ganz einfach, weil du lange im Kampf stehen willst. Weil wenn du sozusagen. Wenn du keine Organisation hast, dann geht die dann richtige Einheit nach ein paar Stunden den Kampf wieder ab und dann hast du. Das war der Punkt, der gefehlt hat. Genau. Hast du jetzt verstanden? Ja, ich hatte das davor schon so grob verstanden, aber ich habe irgendwie das Gefühl, jemand erklärt mir mal was und dann am Ende merke ich weiß trotzdem noch nichts. Also, Griechenland ist gleich tot. Das ist ärgerlich. Warum ist Griechenland gleich tot? Papierschiff, können wir da noch irgendwas tun? Ich bin gerade dabei, habe ich gerade wieder die Front stabilisiert, weil der Deutsche dort einmal drüber gebrochen ist. Was hat das mit Griechenland zu tun? Ja, Italien können wir mal die Schweiz mal drauf machen, bitte. Ja, ne, sag nicht, die Schweiz lebt immer noch. Ich hab das auch geschaut die ganze Zeit. Bevor Griechenland stirbt, zieht eure komplette Armee aus den griechischen Gebieten zurück. Ganz oh, fuck, ist halt angefesselt. Oh nein, ich sterbe. Nein, Tobi. Also im wesentlichen Heiko geht es eben um diese zwei Faktoren. Komm, Last-Ditch-Angriff. Hallo! Oh, auch alleine machen. Ja, aber Heiko, lässt sich doch gerade was erklären. Ja, eben. Ja. Also, Heiko, hast du jetzt so. Ja, das habe ich ja schon verstanden, ausgewählt noch 5 Millionen andere States und die Leute kommen dann immer mit: Ja, und wenn du den General da nimmst und dann noch den Berater da und. Wie soll das jemand in 2 Minuten googeln? Woher soll das denn irgendwer wissen? Nee, da brauchst du schon mehr. Ja, richtig. Um alles zu ich meine nur Standard-Templates. Ja, Standard-Templates, da verkackst du aber trotzdem, weil die anderen immer in allem besser sind dann. Weil sie halt. Ich find's ehrlich gesagt auch scheiße, dass du halt. Also ich mach das auch nie, dass du irgendwie googelst, dann einen Screenshot hast und das genauso nachbaust und keine Ahnung, warum der jetzt das wirklich gut ist, das Template oder wo, warum nicht. Du musst verstehen, warum das was das da wirklich gut ist und was da nicht gut dran ist. Und ja, im Wesentlichen geht es um diese zwei Faktoren. Und dann gibt es noch weitere wichtige Faktoren. Ich erzähle dir jetzt das mit dem Armor. Genau, dass wenn das nicht durchbrochen wird, hat man diesen tollen Schild und genau, wo du dann 50% mehr Schaden machst und 50% weniger Schaden bekommst, wenn du diesen Schild hast. Und den bekommst du eben dann, wenn du halt über dem Piercing Value des Gegners bist. Ne? Mhm. Also in Deutsch ist es Durchschlagskraft, glaube ich. Und das bedeutet, wenn du diesen Armor Value kriegst, du hoch, indem du gepanzerte Einheiten möglichst ins Tempelheim mit reinnimmst. Ne? Vor allen Dingen schwere Panzer natürlich. Und vor allen Dingen schwere Panzer Destroyer, also.
auch immer abgedeckt. Jagdpanzer, also die Jagdpanzer haben besonders hohen Armor. Warte mal kurz, genau, wann baue ich zum Beispiel Panzerartillerie anstatt Artillerie oder Panzerjäger anstatt Panzerzerstörer, also Panzerkanonen, Panzerartillerie. Warte kurz nochmal, ich habe dich am Anfang nicht verstanden, weil ich gerade überfordert. Also bei Infanteriedivision nimmst du einfach Panzerartillerie dazu. Bei was? Nur mal von vorne. Ist einfach, die Panzer sind halt immer als letztes. Was war der Satz? Ich habe ihn akustisch, weil jemand dazwischen geredet hat. Bei was baue ich bei Infanteriedivision nimmst du Panzerartillerie, weil die mehr Soft Attack dazu gibt. Okay, warum gibt die mehr Soft Attack als normale Artillerie? Weil das Artillerie. Wie normale Artillerie, aber es gibt halt noch Panzerung und Soft Attack. Deswegen. Ja, die hat halt Panzerungsvorteil und auch noch einen Geschwindigkeitsvorteil und auch noch einen Soft Attack Vorteil. Das heißt, du kriegst den Panzerungswert des Panzers, aber noch die Soft Attack einer Artillerie. Deswegen. Okay. Und wenn du eben sozusagen versuchst, dann irgendwie, keine Ahnung, eine Division, mit der du gegen Panzer kämpfst, zu kämpfen bauen. Also wenn der Russe zum Beispiel ganz viele Panzerdivisionen hat, dann baust du halt eine Division mit Panzerzerstörern drin. Weil die halt besonders guten Breakthrough-Wert und Heart Attack haben. Und sozusagen die Panzer der Russen besser zerstören. Ja. Und normale schwere Panzer. Braucht man normale schwere Panzer so auf ihn da eigentlich? Eigentlich braucht man die nie. Nee, die sind viel zu teuer. Wenn du normale Panzer baust, dann baust du mittlere Panzer. Ja, normale baust du nur mittlere Panzer. Warum? Weil die einen hohen Breakthrough-Wert haben. Und der Breakthrough ist die Verteidigung im Angriff. Das bedeutet, wenn du halt angreifst. Warte, der ist die Verteidigung im Angriff. Also im Angriff, genau. Das hat die gleiche Funktion wie die Defense. Das bedeutet, wenn du angreifst, ist die Defense bedeutet einfach nur, wenn du. Dass Schäden ausgewichen werden können. Also es werden praktisch Schaden. Ich dachte immer, Durchbruch hat irgendwas damit zu tun, ob die feindliche Einheit sich zurückzieht oder so. Nee. Durchbruch ist einfach nur die Verteidigung im Angriff. Das bedeutet, Defense bedeutet ja einfach nur, es werden random Schäden von einer Division auf die andere ausgeteilt. Wenn du einen hohen Defense-Wert hast, dann hast du halt eine höhere Chance, diese Schäden eben abzuwehren, also nicht zu bekommen. Ne? Okay. Wenn du einen hohen Breakthrough hast, dann hast du eben diesen Vorteil eben auch im Angriff. Das bedeutet, je höher der Breakthrough-Wert, desto höher ist die Chance, dass ein Angriff eben nicht stattfindet, praktisch auf einen deiner Divisionen. Hey, warte mal, wenn ich angreife, dann wird meine Division. Achso, okay. Quasi auf die Art, ich kann mir vorstellen, Panzer, der halt nicht getroffen wird, weil er zu schnell ist oder so. Genau, weil er halt einen hohen Durchbruchswert hat. Okay, hat Athen ist gefallen. Und genau. Schick mal deine Panzer, weil dein sich nicht immer rein, weil die sind immer die kämpfen und die werden immer einfach nur getötet. Oh nein. Ja. Mach ich. Oh. Lass die schweren Panzer kämpfen. Wo lebe ich noch? Wie siehst du das? Denn nur deine Panzer kämpfen und die sterben einfach. Meine Panzer in der Backline tun nix. Bist du noch da? Ja. Pinnen. Ja, ich kann gerade nicht alles auf einmal, wenn 50.000 Leute. Also du sollst nichts tun. Genau das, du sollst nichts tun. Du sollst deine Panzer einfach aus dem Gefecht halten. Heiko? Ja, jetzt fehlen halt immer noch die gesamten Erfahrungswerte und die kann man einem leider halt nicht erklären, so was, welche Zahl überhaupt, das hat man halt irgendwann beim Gefühl, zum Beispiel Rouge weiß ich, 500 Reichweite ist geil, 300 ist okay, 200 ist zu wenig, sowas, das kannst du halt nicht googeln, das kommt halt mit der Erfahrung, da weil sowas halt haben. Sagen, da musst du einfach einen Kosten-Nutzen-Faktor nachgehen, weil... Ja, aber zum Beispiel denke ich, geil, Alter, ich habe hier Soft Attack, Alter, damit reiße ich alles, das bedeutet, ich kann was anderes vernachlässigen und im Endeffekt merke ich, das ist gar nicht so gut. Eigentlich Standard oder so. Das merkst du dann halt erst, wenn es zu spät ist. Ja, also zum Beispiel so 100 Soft Attack, das ist mehr so Standard, zum Beispiel. Kommt drauf an, für was? Für Infanterie oder für... Und zum Beispiel wisst ihr doch gefühlt irgendwie immer, ja, okay, was die anderen Vereinheiten haben oder so, woher? Ja, kannst du ja nachgucken. Das sehen. Kann man alle Ressourcen sehen. Wenn man so anschaut, was wenn du auf Details klickst, von, wenn du auf Rechtsklick auf Land machst, ne? Kannst du ja diese Spionage-Erfahrungen sehen, ne? Die Rechtsklick und dann Anzahl der Division. Ja. Zum Beispiel Anzahl der Divisionen, ne? Und da kannst du auch sehen, da siehst du so Kreise mit den Ressourcen, die es gibt im Spiel. Ja. Ne? Und da kannst du halt sehen, wenn du jetzt auf Deutschland zum Beispiel klickst, ne? Dann siehst du halt zum Beispiel Öl, gehst du über den Ölkreis da, ne? Mhm. Und da siehst du halt Produced 18, Imported 78, ne? Ja. Und das, was kannst du daraus schlussfolgern? Viele Panzer. Genau, das kannst du schlussfolgern. Er hat viele motorisierte oder er braucht halt viel Öl. Wenn du jetzt zum Beispiel über Tungsten drüber geht, siehst du zum Beispiel Produce 8, Imported 40. Das heißt und, Panzer. Und unten steht halt noch eine Beschreibung, wo du dieses Material brauchst, ne? Und Tungsten brauchst du zum Beispiel vor allen Dingen für mittlere Panzer. Und da steht halt, ich import halt 40. Das bedeutet, du kannst schlussfolgern, ich habe wohl mittlere Panzer. Okay. Oder Anti-Tank, aber das ist halt unwahrscheinlich. Das geht auch noch einfacher, indem du einfach rechtlich auf Deutschland machst. Das kannst du nicht machen. Kannst du nicht machen. Das ist ausgeschaltet.
Ja, und wir sind im Krieg außerdem. Ja, aber sonst geht das. Ansonsten, Heiko, könntest du noch einen Exploit nutzen, nämlich den jeder nutzt. Du könntest eine Lizenz anfragen und da kannst du halt sehen, welche Modelle der Gegner hat. Ah, okay. User joined your channel. Aber das ist nicht, eigentlich nicht fair. Aber du kannst doch einfach, wenn du es jetzt genau zum Beispiel wissen willst, was ein Gegner zum Beispiel in der Infanterie drin hat, kannst auch, wenn du an der Front bist und die gegnerische Division siehst, kannst du mit der Maus einfach drüber gehen und dir anschauen, was da so drin hat. Genau, das kannst du auch machen. Dann siehst du zum Beispiel, da hat er 20 bis 40 Infanterie. Ich erklär was, Heiko. Zwei Support und zwei Support hier Luftabwehr. Ja, und diese, die Werte halt, also je höher ist eigentlich immer besser. Ja klar, aber du brauchst ja immer irgendwo einen Richtwert, damit du überhaupt... Ich weiß, es gibt nicht wirklich einen Richtwert. Nee, das ist das, was du halt irgendwann beim Gefühl hast. Zum Beispiel Rouge kann ich dir klipp und klar sagen, 500 ist Overkill, richtig geil, 400 ist gut. Aber mir konnte noch nie einer sagen, 1000 ist gut, 500 ist gut, 50 ist gut. Ich gebe dir mal eine Zahl. Also es gibt Zahlen für Infanterie im Wesentlichen und für für Panzer. Ah, kurze Frage, was brauche ich motorisierte Infanterie nochmal? Wie motorisierte Infanterie ist einfach nur Infanterie halt, die schneller ist. Oh, okay. Also, ansonsten ist da kein Unterschied. Die ist nur für, die baust halt Panzerbrigaden ein, um halt schnell zu sein. Ne? Oh, warte, wir haben die da. Und jedenfalls für Infanterie, für eine normale Infanterie-Division mit Anschlag, wie ich sie habe, ist zum Beispiel ein Soft Attack von 200 gut. Das ist für eine 20er-Division Combat Rift, ne? Mit allem drum und dran ist 200 gut. Für eine Panzer-Division, so eine richtig gute, wie ich sie habe, ist so 1000 gut. Soft Attack. Und Organisation, also die zwei wichtigsten Werte. Für eine normale Infanterie-Division, also mit Kampf-Infanterie-Division, ist halt 60 so normal. Unter 30 solltest du möglichst niemals gehen. Also 30 solltest du so möglichst versuchen immer zu halten. Mhm. In meiner Panzerdivision habe ich einen Organisationswert von 25. Das ist aber auch wirklich Minimum. Also drunter solltest du nicht gehen. Jetzt wissen wir deine Templates. Was? Jetzt wissen wir deine Templates. wir haben eh schon verloren. Hä? Ja, es ist D-Day, also. Was? D-Day? Oh, stimmt. Oh, hab ich gar nicht gesehen. Ja. Wie lange willst du eigentlich noch aushalten? Ja. Warte mal, Tobi lebt noch. Alter, Tobi lebt noch! Tobi, liest mal die Verluste vor. Ich hab 6k Verluste gemacht. Ich hab 6k Verluste. Ne, 5k. Und bei dem Deutschen seh ich's nicht. Ne, da seh ich's nicht. Aber bei dem Italiener seh ich's. Der hat von mir. Heiko? Ja. 15.000 Verluste. Jetzt kommt der Deutsche. Oh nein. Jetzt kommt ich bin nicht der Deutsche. Ich bin der Franzose mit Internetproblem. Oh no. Wir spielen nur noch 20 Minuten, Hotshot macht keinen Sinn. Das möchte ich auch gar nicht. Ich habe schon nachgefragt, hat ja jemand übernommen. Ah, stimmt. Haben die ausgerichtet, dass ich Internetprobleme mit den Daten hatte? Nee, wir wussten nicht, ob du Ding Rage quittet bist oder nicht, aber weil du offline warst. Aber in dem Fall wissen wir es ja, Internetprobleme. Also bei mir hat heute Tag über das Internet schon gehakt. Und dann hat es hier jetzt ausgesetzt. Ich weiß nicht genau in welchem Punkt, aber ich weiß nicht. Die Alliierten hätten vermutlich auch sagen können, dass es wahrscheinlich kein Rage Quit war, weil die Situation sich ja gerade nicht weiter verschlechtert hat. Ja, ich war auch ein bisschen verwundert, weil eigentlich war es ja okay. Also, du hast die schlimme Szene verpasst, Frankreich. Was? Ja, ich habe das Gefühl, so Krausflieg kapituliert mein Land immer. Nee, also das Problem war eher Britannien, ne? Ja, wir sind kurzzeitig in England gelandet. Und hatten das habe ich schon mitgekriegt, dass ihr in England wart und dass da Stress gab. Also ich wollte es nur gesagt haben und ja. Oh, also, der Ami ist ja in Japan. Negativen Eindruck hinterlässt. Alles gut, das passt. Aber gut, dass du dich gemeldet hast. Sonst hätte ich gedacht, du hättest geraged quittet. Und Japan, du wirst gerade eben gefickt. Also hier ist aber schon klar, ich habe gehofft, wir hätten es ausgerichtet, meine Alliierten, weil ich es gesagt habe. Die haben gesagt, vermutlich war es kein Rage Quit, aber die anderen haben gesagt, du bist offline und das war. Wir hatten einfach nichts gehört, weil ich war ja vorhin bei euch. Komplett ausgesetzt, also das würde dann Papierschiff oder Minel wahrscheinlich haben, dass mein. Und schon auf dem Dorf? Account. Nein. Dann ist traurig. Ja. Ja, das ist die CD. Kann man mal aufhören, andauernd irgendwie rumzuklicken? Ja, das nervt echt hart. Wer macht denn das? Also, tschüss. Griechenland war das. Ja, ciao. User disconnected from your, ich hab schon lange bemerkt, dass die Amerikaner bei mir invasionieren. Ich weigere mich nicht. Ah, ich stehe in Bagdad. Ja, wir haben Korea auf unserer Seite.
Die sind schon tot, hä? Ich weiß, aber es ist trotzdem. Papierschiff, kurze Frage. Hast du meine Truppen aus Griechenland rausgezogen oder sind die alle gestorben? Ich hab die Sicherheitsgründen rausgezogen. Danke. Papierschiff. Weil ich hätte das komplett verpennt. Was, nein! Warum denn nicht? Das ist Ebene. Da machst du das mit deinem Panzer. Ja, weil der Gegner hat da 10.000 Close Air Support drüber. Nee. Der hat überhaupt keinen Close Air Support drüber. Da sind. Ja, gerade eben, oder hat wieder abgezogen. Okay, dann können wir jetzt angreifen. Okay, Heiko, hast du sonst noch irgendwelche Fragen? Oder hast du das mit der Mechanik verstanden? Oh. Ja, ich denke, das Problem ist schon, ich werde mit diesem Spiel nicht so ganz warm. Weißt du, ich krieg nicht das Gefühl, dass die Statistiken vertraut sind. Weißt du, so, kennst du das bei Spielen? Du siehst eine Zahl und du verbindest damit direkt, natürlich, so und so, ich mach das und das. So geht's mir quasi bei Rouge und bei vielen Total War Spielen, aber in HOI, da ist halt auch immer so, weiß nicht, ich krieg's auch gefühlt nie hin, dass ich überhaupt mal Templates zum Einsatz komme, weil ich Idiot halt immer durchgängig produziere und dann immer die Scheiße produziere im laufenden Band und ich halt mal warte, bis ich gute Templates habe und die dann baue. Und dann halt mal 5 gute Panzer, sondern produziere die ganze Panzer durch, das habe ich jetzt in dem Gefecht gelernt. In der Runde hier, dass es halt so mehr Sinn macht. Ich hatte dann halt immer nur die Standardinfanterie, weil ich gar nicht zu irgendwas anderem kam. Ja, ich verstehe es auch nicht so ganz. In Wu bist du halt richtig gut, aber hier kriegst du halt irgendwie nichts hin. Ich weiß auch nicht, warum du das nicht so ganz. Spielt, und das ist einfach viel zu sporadisch, um sich dazu sagen. Ja, ich habe mich noch nie kein einziges Mal in Ruhe hingesetzt und mir dieses Spiel in Ruhe angeguckt. Ja, hast du jemals eine Singleplayer-Runde gespielt? Nein. Ja, nur in EU4. Ja, siehst du, deswegen bist du in EU4 auch besser. Bisschen. Ja, eine Singleplayer-Runde ist schon. Außer du vergisst 30.000 Mann in Italien. Mann, ich glaube, ich habe mal ganz am Anfang mit Deutschland gespielt, dass das Spiel rauskam. Wow, das hat ja auch nicht die. Ja, und das war nicht sonderlich schwer. Man muss ja theoretisch nicht mal selbst spielen, man muss halt nur sich mal. Ja, die Fokus-Trees durchmachen, das ist ganz witzig. Man muss einfach mal ein paar Videos angucken. Ja, schon. Du weißt das, ich frag mal Lina, wie viel Zeit ich immer für alles habe. Über Stein ins Fitnessstudio zu gehen, da hat man auch Zeit. Ja, Fitnessstudio ist aber essentiell. Ich meine, wenn ich nicht ins Fitnessstudio gehe, dann lungere ich zu Hause 3 Stunden gammelig rum. Wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann bin ich zwar 2 Stunden beschäftigt, aber die letzte Stunde, die ich dann zurückkomme, bin ich wieder produktiv. Also eigentlich ist es sogar ein Zeitgewinn. Aber beschwerst du jetzt, wenn du keine Zeit hast, aber sagst, dass du dann 3 Stunden rumgammeln würdest, weil du Zeit hast. Nein, aber jeder weiß doch, wie es ist. Wenn ich zum Beispiel heimkomme und ich habe nichts vor, dann hocke ich mich kurz aufs Sofa, keine Ahnung, schreib mal gemütlich allen Leuten zurück, koch in Ruhe was. Und dann gehe ich mal bis 2 abends sauf. Ja, das passiert einmal im Monat. War das schon letztes Mal so beim letzten Livestream? Nein, da war ich topfit. Zivilfabriken wie England oder sogar mehr. Ja, das kriegt mir aber nichts, weil du Militärwirtschaft brauchst jetzt. Quatsch, wir brauchen nur eine starke Volkswirtschaft. Kannst du mal irgendwie 80 Fabriken umwandeln in. Nein. Ich hab noch Equipment. Ist der Deutsche eigentlich noch drin? Ja, was machen wir denn wieder in der EU4-Runde? EU4, da brauche ich mal 10 Wochen am Stück Zeit oder so. Ich weiß nicht, wann ich das hab. Er muss doch seine Projektarbeit schreiben. Ja. Und so schnell wie möglich fertig werden. Ich wollte eigentlich Ende dieser Woche fertig sein, aber hab's nicht geschafft. Ich habe immer noch eine Seite erst geschrieben. Ich habe 13 Seiten, wir brauchen zwischen 20 und 30. Also es wird bei mir auf 25, 27 so hinauslaufen. Italienische schwerer. Über was schreibst du da in der Projektarbeit? Über die Automatisierung von Workflows bei einem neuen ITSM-System. Ja. Ah, ja. Jetzt weiß ich, was ich tue, genau. Ich habe auch total verstanden, was du gerade gesagt hast. Ja. Ja, verständlich. Aber im Endeffekt renne ich die ganze Zeit zum IT-Leiter, mache dem irgendeinen Vorschlag, der sagt nö, macht dann einen neuen Vorschlag, sagt er, der ist besser, und dann komme ich am Tag wieder, hab's ausgearbeitet, also am nächsten Tag, und dann sagt er, nö, lässt sich nicht umsetzen. Ungefähr so läuft das den ganzen Tag. So lässt sich das nicht umsetzen? Klingt doch schön. Weil wir eine automatische Lagerverwaltung haben und das total stressig, weil bis jetzt ist so, wenn Techniker zum Beispiel irgendein Gerät, zum Beispiel also IT-Support, die geht deine Tastatur kaputt, oder? Rechner, sagen wir mal. So, jetzt brauche ich natürlich so schnell wie möglich ein Neugerät. Und bis jetzt gehen die halt einfach ans Lager ran, gucken, ob eins da ist und nehmen das raus. Da das Lager aber vollautomatisiert ist und das immer mit der virtuellen Abbildung von dem Lager passen muss, weil das automatisch eben bei gewissem Lagerbestand Dinge bestellt und weil die Kundenbetreuer eben Sachen reservieren können in diesem System, muss da jetzt quasi eine Mechanik dahinter, wie ein Techniker mit möglichst wenig Aufwand möglichst schnell sich Sachen reservieren kann. Und er muss ja wissen, ob die verfügbar sind, weil er sieht es denen ja physisch nicht an, ob die vielleicht jemand virtuell in einem Programm reserviert hat und so weiter und so fort. Gleichzeitig muss ich irgendwie ausdrucken, also bis jetzt werden Sachen immer ausgedruckt, das soll in Zukunft auch anders gemacht werden. Da muss ich in HTML quasi eine E-Mail-Vorlage schreiben, in der alles drin steht. Ich habe auf jeden Fall genug zu tun. In HTML? Ne, E-Mail? Nicht PHP? Nee. Also Effekte macht es schon selber, die Skripte muss ich nicht schreiben selber, ich muss tatsächlich nur die Darstellung machen.
Alles stressiger als man denkt. Darstellung. Das klingt unnötig kompliziert. Naja, es ist, sagen wir mal so, wenn es halt fertig ist, erspart es den Leuten tagtäglich Stunden an Arbeit. Weil nach aktuellem Stand, zum Beispiel diese ganze Lagerverwaltung, da ist halt momentan ein Typ, der sehr viel Geld bekommt, der total überqualifiziert ist, der halt auch eine Stunde bis zwei am Tag irgendwie Scheiße bestellen muss. So, der hat quies anderes zu tun. Könnte man das nicht automatisieren? Ja, und ich automatisiere das ja. Also auch zum Beispiel das Buchen. Momentan ist wirklich so, wenn du ein Gerät von A nach B ziehst, dann öffnest du das Gerät, löscht den Standort, schreibst den anderen Standort rein, öffnest das andere Gerät, löscht da den Standort, schreibst den neuen Standort rein. Und das machst du dann mit allen Geräten, also für die Tastatur, für den Rechner, für die Bildschirme, zwei meistens. Das bedeutet, da ist dann unser Teamleiter eine Stunde damit beschäftigt, nur in dem System zu sagen, wir haben jetzt diesen Arbeitsplatz von da nach da umgezogen. Und wenn ich fertig bin, dann macht er einen Knopfdruck und das Ding ist fertig. Was tatsächlich nicht schwer ist, es ist nur sehr, sehr aufwendig, bis es mal funktioniert. Weil das System komplett neu ist. Also es gibt bis jetzt nur zwei Unternehmen, die das in Deutschland nutzen, weil das aus Finnland kommt. Deswegen gibt es da keine Best-Practice-Dinger, also keine Referenzmodelle oder so. Okay, wie sieht's eigentlich aus mit Frankreich? Ja, Stellungskrieg, ne? Schade, schade. Stellungskrieg will ich das nicht nennen. Okay, können wir einfach jetzt Schluss machen und die Runde als unentschieden erklären? Ja, das wird sonst noch ewig dauern. Ja, wir machen jetzt demnächst Schluss. Ich frage mal kurz Alina, ob sie noch eine Scribble ausspielt. Ich weiß, bloß in hoch und runter gejage von Panzern. Dadurch zieht seine Panzer nach Rumänien. Ich muss meine runterziehen, dann zieht er sie wieder woanders hin und ich muss sie auch wieder dorthin ziehen. Okay, also sind alle damit einverstanden, wenn wir jetzt Scribble ausspielen noch eine Runde? Absolut. Ja, können wir machen. Wisst ihr, was wichtig ist? Ich werde die Runde vielleicht irgendwann mal nächstes Mal noch so random weiterspielen lassen, also irgendwie so mit nur drei Leuten oder so noch durchrennen, aber das kann man alles nicht. Nee, Heiko. Es ist schon ziemlich hart, das Unentschieden. Das ist nur noch ein Micro von dem Panzer. Noch erwähnen. Ich hatte meine KI auf automatische Verteidigung bei meiner Insel, also auf Japan, und die hat die Japaner. Hey, du hast gerettet. Was habe ich gerettet? Nein. Ja, nein, das war ich nicht, das war meine KI. Also ich habe hier Garnisonieren automatisch gemacht über ganz Japan und die KI hat den Amerikaner zurückgeschlagen. Okay. Hallo Alina, wir würden jetzt Scribbly ausspielen, alle freuen sich auf dich. Nee. Komm zum Livestream, wir spielen Scribbly, yo. Wenn wir jetzt beenden... Also du bist am Essen, wieso ist du um 9:45? Ja, kein Wunder, dass du so bist. Ja, ich brech durch. Ich halte Bagdad übrigens. Du bist unterwegs, perfekt, bis gleich. So, ich halte so lange noch heroisch Bagdad, aber gut. Nein, ich habe jetzt eine bessere Idee. Der Deutsche macht jetzt... Also wir machen Januar, 1. Januar 1943 Schluss und einigen uns auf ziemliches Unentschieden. Der Deutsche markiert alle seine Truppen an der Ostfront, macht Rechtsklick auf Moskau und die Sowjets machen das gleiche mit Rechtsklick auf Berlin. Ja, was? Wo könnte es bloß ein Ende enden? Das wäre doch mal ein schöner entweder Abschluss. Entweder Moskau oder Berlin, würde ich schätzen. Ja, gut. Ja. Ich kessel übrigens gerade eben 11 feindliche Einheiten, was durchaus ein Erfolg ist, den ich selten... Wo? Ah, okay, ja, ich sehe es. Wo sind eigentlich meine Panzer hin? Ah, hier. Also, du kannst das Gefühl eigentlich, weil da ist ja gerade wieder... Na, was passiert da? Weiße passt von einmal nicht auf und schon macht der Papierschiff. Ich glaube, die Deutschen gewinnen das tatsächlich noch. Ja, wir gewinnen das noch. Endsieg. Ja, gut, ist ja noch keine Endsieg-Situation. Sobald meine Panzer da sind, war's das für euch. Welche Panzer? Nur ich hab nichts anderes gebaut, diese Panzer. Ich hab eine gute Idee, Heiko, welchen Mod wir nächstes Mal spielen. Erster Weltkrieg? Oh, ich weiß halt nicht mehr, ich weiß halt nicht mehr, wer. Ah, scheiß Millennium Dawn. Der eine Mod, okay, wo Deutschland allen. Wieso kommt der Italiener jetzt auf einmal mit Panzern? Darauf war ich nicht. Erinnerst du dich an User-Channel? Hallo Alina. Hallo Alina. Also, wir spielen noch bis zum 1. Januar, wir haben 19. Dezember, du kannst schon mal eine Lobby hauschen. Ah, darf ich wieder eigene Worte einschreiben? Aber dann spielen wir nur mit eigenen Worten. Aber Mensch, Alina, okay, ich wurde gekesselt. Muss man wieder raten, wie du es geschrieben hast. Heiko? Ja. Der Kessel wurde deutsche Panzer eingekesselt. Erinnerst du dich noch an den Endsieg-Mod, das wir die mal gespielt haben, der Runde, wo ich Italien war und die Sachen gekesselt habe? Ich erinnere mich an so viele Dinge nicht mehr, die ich mich erinnern sollte. Nein, Das klingt irgendwie wie so ein Alkoholiker. Ja. Er ist Alkoholiker. Hey, komm, ich trinke voll wenig und vor allem habe ich mich nicht mehr... Dann hast du letztes Mal getrunken. Gestern. Ja, Heiko, manchmal.
Vor allem, das ist in jedem Spiel. Also eigentlich war es sogar heute, je nachdem, wie man es sieht. Ja. Die komplette Panzerwaffe vom Deutschen. Wir haben bloß 4 deutsche Panzer eingekesselt. Komm, damit ist der Krieg noch nicht gewonnen. Deutschland, willst du dein Team hochkommen oder willst du hier unten sein? Ne, wir spielen eh noch bis zum 1. Januar, vorbei. Wir haben schon 24. Dezember. Ich dachte, wir spielen 20 Minuten insgesamt. Ja, ne, weil wir haben uns irgendwie so ein bisschen auf Unentschieden geeinigt, weil irgendwie kommt nichts vorwärts und nichts rückwärts. Das geht schon voran. Ich würde sagen, das ja, es geht über ein bisschen voran und irgendwann. Es war ein großer Sieg für die japanische Streitkräfte. Wurdest du nicht gerade eben von Amerika erobert? Nein, ich habe die amerikanische zurückgeschlagen, ohne Probleme. Ich dachte, das war jetzt die KI. Nee, das war ich natürlich. Also, das ja. Dann eben war es doch die KI. Nee, schau, die KI hat meine Befehle befolgt. Die sind durch den Suez gebrochen. Okay, jetzt kommt die amerikanische Panzer, jetzt bin ich am Arsch. Alina, du bist bewusst, dass wir das im Livestream mit mehreren Leuten spielen, oder? Nein. Ja, wieso? Bevor du da jetzt irgendwie wieder private Dinge reinschreibst. Also, bleibt er da drin? Wann hab ich da jemals private Dinge reingeschrieben? Letztes Mal. Als wir beide alleine gespielt haben. Das ist was für Holocaust geschrieben. Nein, schlimmer. Der Panzer befreit. Was? Hä? Schreib mal vom. Schreib ich weiß mal nicht, was das war, aber das war so. Was, Hitler war gut? Nein, es waren andere Dinge. Was? Wahrscheinlich wär's richtig widerlich. Er war nicht gut. So ungefähr, ja. Boah, ja. Wahrscheinlich veganes Essen oder so. So, jetzt ist immer das war nicht gut. Ja, cool. So, am Ende nochmal 4 deutsche Panzer eingekesselt, das ist schön. Also, wir machen dann für heute Schluss. Ja, den Safe-Stand kann jeder abspeichern. Die Schweiz lebt. sie lebt noch. Meldet, okay, das wird jetzt witzig. Ah, warte, nee, so witzig war das gar nicht. Will ich das jetzt wirklich tun? Will ich das tun? Ja, ich. Ah, jetzt was. Wir spielen nächstes Mal Ragnarok und Heiko ist Deutschland. Guten Tag. Also, aufgrund der fortgeschrittenen Zeit einigen wir uns ungefähr auf ein Unentschieden. Nein. Ali hat noch gewonnen, hallo? Hallo? Also wir waren eigentlich der Amerikaner, ich habe irgendwie so das Gefühl, du hast nichts hinbekommen. Klar, ich habe dich angekackt und du musst deine Truppen abziehen, aber Japan von dir, nachdem man gelandet ist? Nee, die machen die gerade fertig. Achso. Zumal, das war die KI. Okay. Das habe ich nicht gesehen, dass sie mich fertig gemacht haben. Und ich habe halt noch den... Ich Kollege, deine Armee landet gerade. Der MVP geht definitiv an die Schweiz. Ja, Alter. Also, ich weiß nicht, dann Ende nach 3 Monate verteilt. Also, Iran ist immer noch nicht frei. Also, wenn ich mal was sagen darf. Ja. Wie viel, ich glaube, 5 oder 6 Jahren sind die endlich durch den Suez gebrochen. Das liegt daran, dass die Inder weg waren. Mhm. Sieg für das Osmanische Reich. Ja, ja. Die Inder stehen aus irgendeinem Grund immer noch in Iran. Ich hab ihnen gesagt, er soll die Division rausnehmen wollte. So. Ich bin der Stolz darauf, dass eine kurze Deutschland gesagt habe. Eine kurze Frage an Heiko. Ja. Wird diese Runde noch fortgesetzt oder wird's abgebrochen? Ich würde jetzt ja sagen, ja, aber ich weiß genau, dass das nicht passiert. Also abgebrochen würde ich es nicht nennen. Wenn überhaupt, dann würde ich da mit einer kleinen Anzahl an Leuten weiterspielen, um irgendwie noch. Heiko, es ist ich bin die Achse verloren hat. Ja, ich weiß, wir haben bestimmt noch ein paar Leute dabei. Es ist problemisch, wenn wir halt nächstes Mal wieder streamen und es passiert 3 Stunden lang halt. Ich kann mal die Aufnahme stoppen.